Dazu zeige ich euch mal jetzt ein kleines Video von Beyoncé. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, was ist ein Riff und was ist ein Run? Du bist neu auf meinem Kanal und hast noch nicht abonniert. Das ist wirklich tatsächlich schade, weil du verpasst hier nämlich tolle Tipps, Videotutorials, Gesangsanalysen und vieles mehr zum Bereich Gesang. Und ja, drück doch einfach am besten jetzt hier diesen übergroßen Subscribe-Button, Daumen hoch. Und Gesangsunterricht und Gesangsanalysen findet ihr in der Infobox. Schaut doch auch mal da rein. Was ist ein Riff? Was ist ein Run? Einfach super kurz erklärt und super einfach. Und zwar ein Run ist eine pentatonic scale, coupled with a lot of notes inside. Bei einem Run geht es um eine ziemlich schnelle Abfolge von verschiedenen Noten, von verschiedenen Skalen. Das kann natürlich in der normalen CD, E, F, G, A, C sein, aber es kann auch wirklich total durcheinander sein. Also es ist eine Abfolge von vielen verschiedenen schnellen Noten. Dazu zeige ich euch mal jetzt ein kleines Video von Beyoncé. Das Interessante und Wichtige beim Run ist, dass wir Flexibilität und Agilität trainieren. Wir trainieren also nicht nur ein gutes Gehör und auch, dass wir tonal wirklich super sauber sind, sondern wir trainieren auch unseren Kehlkopf, unsere Stimme, einfach agil und flexibel zu sein, damit also das Singen nicht ganz so stiff wird, nicht ganz monoton, damit es halt nicht wird leise, riese der Schnee. Sondern es hat dann vielleicht leise rieselt der Schnee. Das war jetzt im Riff kein Run. Dazu kommen wir auch jetzt mal zum Riff. Und das ist meistens so eine Abfolge von drei Noten. Das ist also wie so ein was Komplementäres, wie so ein Akzent eigentlich. So oh, 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 ha. Ja, Adele ist zum Beispiel so jemand, der oft bei Endungen, also ganz oft macht man bei Endungen einfach mal so einen Riff und nicht unbedingt so eine Run-Reihenfolge. Und ja, also das ist jetzt mal wirklich ganz, 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 ganz einfach mal erklärt. Ja, wo werden denn meistens Riffs und Runs verwendet? Schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr das Gefühl habt, viele Runs und Riffs werden dort in dieser Musikrichtung verwendet. Kommt gerade also primär aus dem R&B, aus dem Rhythm and Blues, dass dort eben sehr viele Runs und Riffs verwendet werden. Auch in der Popmusik gibt es viele Runs oder Riffs, wirklich abhängig vom Künstler. Das Wichtigste bei einem Run sind die ersten paar, 1, 2, 3 Noten. Reinzukommen in einem Run kann einfacher sein, aber dann sich in der Mitte oder am Ende zu verlieren, ist dann doch schon häufiger der Fall. Für viele reicht also die Atmung auch manchmal nicht aus und der Run wird meistens dann auch am Ende hin ziemlich schwächelnd. Deswegen ist es auch eine Koordination zwischen also Flexibilität in den Registern und auch natürlich einer guten Atmung. Lass uns doch mal einen kleinen wirklich einfachen Run machen mit Bella Signora und vielleicht hast du das schon mal im Gesangsunterricht kennengelernt und erlebt und ich habe super viele Runs hier, die ihr machen könnt und Exercises für diese Runs. Lass uns doch mal einfach mal Bella Signora nehmen. Also wir wollen halt nicht so wie bei Ariana Grande, die halt sehr primär ihr Kinn und auch ihren Kiefer so nach vorne schießt, das möchten wir nicht, weil die Runs kommen eben nicht aus dem Kiefer. Das ist alles Stimmarbeit. Deswegen versuche ich hier nicht übertrieben viel den Kiefer zu benutzen. Aber wir möchten natürlich schon offen und breit sein. Ich mache es jetzt noch einmal vor. Bella Signora. Und so arbeitest du dich immer weiter hoch. Wenn es zu schnell für dich ist, mach es ein bisschen langsamer. Bella Signora. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Ich bin auch auf Instagram. Bitte schaut noch die zwei anderen Videos und es gibt auch ganz viele Playlists und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Daumen hoch, Abonnement und bis bald.